Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt euch gewünscht, dass wir über Canon-Kameras sprechen. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht, wo es darum ging, welche Kameramarken wollt ihr gerne als erstes sehen in meinem Gesamtreview, was ihr die Benutzung, das Handling, alle Vor- und Nachteile in der Benutzung dieser Kamera angeht. Und das machen wir heute in diesem Video. Wir fangen an mit Canon. Ich möchte einen kleinen Einblick geben, weshalb ich Canon seit vielen Jahren sehr gern nutze was mich extrem erfreut in diesem Kamerasystem, aber auch was mich ein bisschen stört und wo ich ein bisschen so in dem Zusammenfazit auch die Prognose für mich persönlich mit dieser Kameramarke sehe. Also viel Spaß. Zu Beginn muss ich gleich sagen, dass das Ganze hier meine persönliche Meinung widerspiegelt. Das muss für dich nicht zutreffen. Das heißt, wenn du eine andere Meinung hast, schreib sie gern unter dieses Video in die Kommentare. Und wenn du gern diese Art von Videos mehr sehen möchtest, dann aktiviere die Glocke, abonniere meinen Kanal und gib ein Like zu diesem Video, dann weiß ich, das Ganze wird von euch besonders gern geschaut und dann gibt es natürlich mehr davon. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ja, die canon kameras Ich habe es schon angekündigt, ich selbst blicke auf eine sehr lange Tradition mit diesem Kamerasystem bereits zurück. Angefangen in meiner Jugendzeit, als ich analog fotografiert habe, da hatte ich auch schon Canon-Kameras in der Hand. Bis hin zum digitalen Bereich, beziehungsweise später auch im Vollformatbereich, blicke ich auf eine sehr lange Zeit zurück. Ich habe damit also im Hobbybereich wie auch im professionellen Bereich, im Business schon gearbeitet. Fotografiert, gefilmt, also alles Mögliche mit den Kameras gemacht, was man so machen kann. Und ich denke, ich blicke auf eine sehr lange Erfahrungszeit zurück, sodass ich recht gut erzählen kann, was ich am System gut finde und was vielleicht weniger gut. Beginnen wir mit dem Thema Ergonomie. Die Canon-Kameras sind für mich in meinen Händen die perfekte Werkzeugkamera, wenn es darum geht, dass die Kamera gut in der Hand sitzen muss und dass sie sich gut anfühlt. Es ist die einzige Kamera in meinem Sortiment, wo ich kein L-Bracket benötige, um alle Finger ablegen zu können. Natürlich gibt es auch L-Brackets für diese Kamera, aber für mich ist es überflüssig, weil ich, wie gesagt, die Kamera so gut anpacken kann und es selten auf einem Tripod benutze. Und wenn ja, habe ich das Zubehör dafür auch da. Es ist nicht nur der Griff, der für mich sehr, sehr gut in der Hand liegt, sondern auch die gesamte Ergonomie, die sich wirklich wie eine Werkzeugkamera, wie eine richtige Kamera anfühlt. Was auch immer richtige Kamera bedeuten mag, aber für mich ist es so, das passt für mich wirklich alles von den Knöpfen, von den Tasten her, so wie das sein muss. Es gibt natürlich auch einen Joystick hier hinten dran, der ist für mich weniger gut platziert, muss ich gleich dazu sagen. Den hätte ich hier unten platziert, denn ich bin mit dem Daumen eher weniger hier oben unterwegs, sondern eher hier. Also die anderen Kamerahersteller haben das ein bisschen anders gelöst. Das geht für mich noch in Ordnung, ähm, höher dürfte er wirklich nicht sein, hier geht es noch gerade so. Aber es ist durchaus gut bedienbar und du kommst an alle wichtigen Knöpfe ran. Du kannst die Kamera natürlich auch frei konfigurieren mit den Buttons, die es hier gibt. Nicht alle Buttons, es gibt Kameras, die, die kannst du weitaus besser konfigurieren. Also da hast du mehr Tasten und mehr belegbare Plätze zur Verfügung. Aber kennen typisch, kannst du hier auch vorne auf den Ring etwas drauflegen, bei dem Objektiv, das es dann unterstützt, wo du dir eine Funktion drauflegen kannst, die du eben per Taste nicht abrufst. Also von der Ergonomie muss ich sagen, die Kamera fasst sich richtig wertig an, ist in diesem Fall der EOS R5 richtig gut verbaut worden. Magnesiumligiertes Gehäuse, das Ganze ist verwindungssteif. Es ist auch wetterfest, also Staub und Spritzwasser geschützt. Und das lässt Canon auch meistens in den niedrigklassigeren Kameras auch mit einfließen, sodass du bei einer EOS R6 oder EOS R auch inzwischen alle Abdichtungen hast, die du brauchst. Das ist natürlich unterschiedlich, wenn du aps bereich benutzt, da gibt es wieder Unterschiede. Die EOS 70 und 80 und 90D, die waren dann auch professioneller angelegt. Alles, was davor war, war dann natürlich dementsprechend in der Zeitachse auch etwas anders ausgestattet, aber inzwischen sind die alle gefühlt auf einem Niveau, wenn es denn in der gleichen Preis- bzw. in der gleichen Nutzungsklasse liegt. Also ergonomisch, muss ich sagen, ist das Ganze sehr, sehr gut ausgefeilt bei Canon und ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendetwas fehlt. Was ich auch recht gut finde, ist das Display an der EOS R5 zumindest. Ist das Ganze nicht nur klappbar, sondern du kannst es auch zwiffeln. Das finde ich richtig gut. Das heißt, ich kann, wenn ich im Landscape Modus fotografiere und filme, das Ganze mir hier auf das Handgelenk legen oder im Hochformat Modus kann ich das Ganze auch so ausklappen und dann so dahinter schauen. Für mich ist das also ideal und in der Nutzung komme ich da wirklich gut klar. Zur Ergonomie möchte ich gleich noch etwas zum Canon-Menü sagen. Und zwar schalte ich die Kamera mal ein und zeige dir das Menü in die Kamera hier rein. Und du wirst als Canon-User erkennen, dass das Ganze durchaus ähnlich aussieht wie bei dir. Das heißt, ich kann hier oben mit dem Joystick halt, wo ist er? Hier. Das heißt, du kannst durch das Menü durchgehen und kannst mit dem Joystick. Oder mit dem Finger das ist auch alles touchbasiert hier durchgehen und deine Einstellungen vornehmen. Und wenn du dir jetzt eine R6 hernimmst oder eine EOS R oder eine EOS RP, dann wird das Menü sehr, sehr, sehr ähnlich aussehen und sich in nur Kleinigkeiten vielleicht unterscheiden, was die Funktionalitäten angeht. Aber die groben Einstellmöglichkeiten, auch was die farbliche Markierung angeht und wie die Buttons und wie die ähm, Symbole aussehen. Das hat Canon von meine Begriffe wirklich richtig gut gelöst. Das löst Canon von meine Begriffe mit am besten am Markt, gefolgt von Nikon. Weil du hier das äh, Kameramenü seit vielen, vielen Jahren systematisch gleich hast. Das heißt, du hast den Aufbau des Menüs immer noch so ähnlich wie damals bei der 6D- oder 5D-Reihe im Spiegelreflexbereich. Das heißt, du weißt in der Regel auch schon instinktiv ungefähr, wo deine Einstellung für den Autofokus ist. Wo kann ich die Karte formatieren? Wo kann ich meine Videosettings einstellen? Du weißt das schon instinktiv, weil das Kameramenü sich im Laufe der Jahre nur ein bisschen minimal verändert hat, vielleicht vom Aussehen etwas moderner geworden ist. Aber die grobe Menüstruktur hat sich erhalten und das finde ich ist ein Riesenvorteil für Nutzer, die in dem Kamerasystem intern aufsteigen zum spiegellosen System und nicht gleich alles neu kennenlernen wollen, sondern im besten Fall die Kamera kaufen, objektiv dran schnallen und direkt weiter fotografieren oder filmen wollen. Da hat Canon wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht für meine Begriffe und da können sich einige Kamerahersteller wirklich eine Scheibe davon abschneiden, weil das für meine Begriffe sehr gut kundenorientiert ist und du am Ende richtig gut mit der Kamera klarkommst. Und so soll das auch sein. Auch typisch kennen, ich habe gerade keine Speicherkarte drin, deswegen äh, siehst du die Anzeige, keine Speicherkarte drin, glaube ich. Ja, genau. Aber auch hier kennen, typisch richtig gut gelöst ist dieses komplette Vorschaumenü, wenn du jetzt Aufnahmen tätigen möchtest. Ich nehme jetzt gerade mal die Objektivkappe hier ab. Das heißt, du hast äh, alle wichtigen Daten eingeblendet, kannst du auch ausblenden. Du kannst dir das Histogramm anzeigen lassen, du kannst die Wasserwaage anzeigen lassen und und und. Was allerdings nicht funktioniert, das ist das Verschieben des Histogramms. Also wenn du jetzt das Histogramm hier im Bild drin hast, ich hole das mal hier gerade rein, dann kannst du das Histogramm nicht verschieben. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben ein Model habe und möchte den Augenautofokus drauf sehen können, oder habe hier oben noch einen Kirchturm und ich möchte den perfekten Moment ablichten, dann sehe ich nicht wirklich, was dort passiert. Also ich kann das nicht anfassen und rüberschieben, ich kann es nur deaktivieren, ich zeige euch das mal. Ich kann das Ganze deaktivieren, indem ich es so wegschalte, komplett. Da sehe ich es nicht mehr. Ich kann umschalten, nochmal umschalten. Ich kann mir das mit den kleinen Anzeigen darstellen lassen. Jetzt mit dem Histogramm. Und jetzt ist wieder alles weg. Also, wenn ich mir das Histogramm mit einblenden lasse, dann sehe ich zwar, wo ich bin in meiner Belichtung, aber der Bereich wird mir blockiert. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht selbst wählen kann, dass du selbst entscheiden kannst, wo das Histogramm liegt. Ähm, das hätte keinen, finde ich, anders lösen müssen. Ansonsten finde ich das Menü durchaus durchdacht und auch. Ähm, überhaupt nicht überfrachtet, im Gegenteil, für mich sieht das sehr logisch aus, sehr konsequent und konsistent vor allen Dingen auch aufgebaut und äh, in den Nachfolgekameras richtig gut auch erhalten. Kommen wir zum Thema Objektive und da möchte ich zuerst mit den Vorteilen beginnen. Es ist so, dass du bei Canon auch an den spiegellosen Systemen noch alle alten Gläser aus der Spiegelreflexzeit benutzen kannst. Also dieses 70200 beispielsweise. Das adaptiere ich mir ohne Probleme mit dem nativen Adapter von Canon an der R5. Das hat auch an der EOS R funktioniert und es würde auch an anderen spiegellosen Kameras von Canon funktionieren. Ich hatte nie das Gefühl, dass der Autofokus lahm ist oder irgendwie träge ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass das auf gleichem Niveau ist mit den RF-Linsen. Ähm, zu den Nachteilen komme ich gleich noch. Aber das hat in der Regel sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, du kannst deine Objektive die du im Vollformatbereich hast, weiterhin verwenden. Hast du APS-C-Objektive, kannst du sie natürlich auch verwenden. Muss dann eben mit dem Crop leben, sodass dir quasi weniger vom Bild zur Verfügung gestellt wird. Du verlierst an Auflösung, aber auch das geht. Wenn du eine Kamera hast, die genügend Auflösung bietet, wie diese hier beispielsweise mit über 40 Megapixeln, ähm, über 45, da kannst du auch zugeschnitten fotografieren, wenn du dieses Objektiv gern weiter benutzen möchtest. Macht meiner Meinung nach wenig Sinn, weil du mit diesem Body auch dementsprechend das Maximum abrufen möchtest, was Auflösung und Sensorperformance angeht. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Was auch sehr gut ist, ist natürlich, du kannst die Qualität der früheren L-Objektive weiterhin nutzen. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil, weil die Objektive in der Regel sehr, sehr gut verarbeitet wurden, schon damals, schon damals eine sehr, sehr gute Abbildungsqualität hatten und auch damals alle Standards zur Abdichtung vor äußeren Umwelteinflüssen hatten. Dritthersteller Objektive gab es natürlich auch, aber ähm, insbesondere die L-Objektive waren natürlich dafür prädestiniert, für exzellente Bildqualität, für die beste Absicherung und den Schutz vor äußeren Einflüssen und die kannst du, wie gesagt, weiterverwenden. Zum Thema Objektive muss ich gleich dazu sagen, RF-Objektive gibt es. Auch inzwischen einige am Markt. Da hat sich der Canon-Bereich auf jeden Fall inzwischen gut aufgestellt. Es gibt Objektive, die gibt es mit dem Brennweitenbereich beispielsweise nur von Canon. Ich denke da an das 1535. Und da gibt es schon interessante Objektive oder das 24-70 mit Blende 2.0, die durchaus ihre Daseinsberechtigung nicht nur haben, sondern auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal, wenn man denn bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. Die RF-Objektive, ich habe das 50er, ich habe das Gefühl, dass die RF-Objektive, die ähnlich im Nutzungs- und Preisniveau wie das 50mm angesiedelt sind, alle auch eine ähnliche Qualität in der Verarbeitung und Bildqualität haben. Ich habe bereits schon zwei RF-Objektive auch auf diesem Kanal getestet, in Zusammenarbeit mit Canon Deutschland. Die verlinke ich mal hier, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, mit diesem Qualitätsstandard meine ich, dass der okay ist. Das ist jetzt nicht der Beste, das ist für meine Begriffe eine Standardqualität und es ist auch nicht unbedingt alles abgedichtet vor Wasser und vor Staub und vor, vor Dunst. Das ist eine Qualität, die normal ist. Das Problem für meine Begriffe sind aber am Ende immer die Preisgestaltungen, weil auch ein 50mm 1.8 STM für den RF-Mount nativ kostet deutlich mehr, als es bei anderen Herstellern der Fall ist, die auch native, spiegellose ähm, Objektive gebaut haben. Das Problem, was ich ein bisschen mit den RF-Objektiven habe, ist zum einen, dass sie nicht gänzlich alle abgedichtet wurden, eben gegen die Umwelteinflüsse, und dass es auch hier eine große Unterschiedlichkeit in der Verarbeitung gibt, beziehungsweise auch in der Preisgestaltung, für meine Begriffe das nicht so ganz stimmt. Und dann stimmt für mich am Ende die Preispolitik hier für die Objektive nicht mehr wirklich. Und man darf nicht vergessen, dass all die Premium-Linsen nochmal deutlich teurer sind. Also die normalen Linsen in Anführungszeichen mit dem STM-Motor, der früher eher der Low-Budget-Motor war bei Canon im Hause, der auch Geräusche produziert. Wenn du Videoaufnahmen machst, hörst du ihn. Das waren eher die Objektive, die im normal oder eher im günstigen Preissegment waren. Aber die sind inzwischen auch sehr viel teurer geworden und da muss man sich die Frage stellen, lohnt sich das für mich, diesen Aufpreis jetzt schon zu zahlen? Also im Sinne von, möchte ich das, brauche ich das, habe ich da wirklich den Nutzen? Oder greife ich gleich zu dem teureren Produkt, was natürlich dann keine Geräusche im Autofokusmotor erzeugt, was besser verarbeitet wurde und, und, und. Das, das sind so Fragen, die muss ich jeder selbst beantworten. Ich habe da immer so meine Probleme mit, weil ich, wie gesagt, in der Preispolitik nicht so ganz konform gehe. Und ja, wenn man sein Geld mit Fotos verdient, kann man das dort auch ausgeben. Ich bin aber der Meinung, das Ganze sollte irgendwo doch in einem verträglichen Rahmen sein. Und wenn es dann so schwierig ist, habe ich Probleme, mich damit anzufreunden. Kommen wir zum Thema Drittherstellerobjektive. Ich selbst fotografiere sehr gern auch mit Sigma-Objektiven oder mit Wildrucks-Objektiven oder Tamron-Objektiven, weil die in der Regel auch eine sehr gute Bildqualität haben, eine sehr gute Verarbeitungsqualität und auch im Preis-Leistungsverhältnis wirklich passen. Das Problem am Canon RF-System ist aber zurzeit, dass es keine Drittherstellerobjektive gibt. Du wirst also den Markt durchkämmen und wirst feststellen, es gibt kein Sigma, kein Tamron. Wildrocks hatte ein paar Objektive auf dem Markt, wie ich gesehen habe, im Ebay. Ähm, ob die noch drin liegen, weiß ich nicht. Ähm, aber Canon hat natürlich äh, vor ein paar Monaten ziemlich für Aufschrei gesorgt, indem sie sagten, sie wollen unterbinden, dass Dritthersteller Objektive für ihren Mount bauen. Sie mögen ihre Gründe dafür haben. Ähm, das ist auch alles für den Hersteller soweit okay. Für uns als Endkonsumenten ist es aber insofern das Problem, ähm, als dass wir dann gezwungen sind, auf teure Objektive aus dem Hause kennen, original zurückzugreifen, wenn wir eine gewisse Brennweite brauchen oder möchten. Und da sehe ich ein bisschen das Problem, dass man als Nutzer nicht gesehen wird und auch nicht wirklich gefühlt eine Rolle spielt, denn wir sind am Ende die, die das Ganze kaufen und auch nutzen sollen. Und wenn du nur die Wahl hast zwischen teuer und okay und sehr, sehr viel teurer und gut oder sehr gut. Dann stellt sich schnell die Frage, lohnt sich dieses System für mich oder nicht? Denn am Ende des Tages entscheidest du ja den Kauf des Kamerasystems auch mit, vor allen Dingen über die Objektive und nicht nur anhand, anhand des Bodies. Ähm, es gibt vielleicht Gründe, das nur anhand des Bodies zu entscheiden, aber meine Idee geht immer in die Richtung, welches Glas möchte ich daran benutzen, welchen Objektivpark gibt es vielleicht, gibt es auch schon dritter Objektive und und und. Also an der Stelle muss ich ganz klar sagen, wer darauf aus ist, im, im RF-Bereich Sigma Tamron Linsen nativ, Kaufen zu können und damit günstiger wegzukommen, dem muss ich leider enttäuschen. Du kannst das Ganze adaptieren, das funktioniert, aber original RF gibt es nichts und wird es in absehbarer Zeit auch nicht geben. Kommen wir zum Thema Autofokus. Ich habe mich jetzt nicht draußen hingestellt und habe fliegende Greifvögel fotografiert, auch wenn ich es machen könnte mit dem 70200 zumindest. Aber ich muss sagen, dass der Autofokus sich für mich immer als präzise und als wirklich sehr akkurat angefühlt hat. Meine EOS R5 hier beispielsweise funktioniert bis auf mit dem 50 mm. Da funktioniert es noch nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl. Ansonsten mit jedem Objektiv, auch wenn das dran adaptiert wurde. Richtig gut. Das heißt, der Autofokus sitzt, da passt, fokussiert auf das Tier, er fokussiert auf meinen Hund, auf das Gesicht, auf die Augen, er fokussiert auch auf Wildtiere, auf vorbeifahrende Autos. Also all das, was ich möchte, was ich brauche, macht der Autofokus wirklich tadellos. Und da hatte ich nie das Gefühl, dass da irgendetwas fehlt. Im Gegenteil, in diesem Preissegment sollte das funktionieren, geht man davon aus zumindest. Und das tut es auch. Es gibt natürlich noch mal Unterschiede zwischen Kameras, die dann deutlich günstiger sind. Da kann es sein, dass der Autofokus etwas lahmer, etwas langsamer ist. Wenn ich zurückdenke an die EOS 100D oder an die EOS 60D, die ich mal früher hatte, oder 6D, das ist kein Vergleich. Ja, bei der 6D, der Center-Autofokus, der war, also dieser Punkt in der Mitte, der war wirklich sehr treffsicher, das war der beste Punkt von allen. Alle anderen konnte man noch deaktivieren, weil der in der Mitte war der beste und der am brauchbarsten. Alle anderen konnte man wirklich vergessen. Hier ist es natürlich nicht mehr der Fall. Hier ist es ganz anders. Hier kannst du jetzt komplett frei programmieren, was du fokussiert haben möchtest, wie er das Ganze erkennen soll, in welcher Geschwindigkeit und und und. Da lässt sich die Kamera wirklich sehr, sehr gut konfigurieren auf deine Bedürfnisse. Also, Autofokus technisch kann ich nur einen Haken dahinter machen: eins setzen. <music> Das Thema Weitwinkel-Wobble-Effekt oder dieser Wackeleffekt, äh, da muss ich gleich dazu sagen, ich selbst habe nur selten Ultraweitwinkelobjektive an der EOS R5 genutzt, aber es gibt genügend Videos hier auf YouTube, die sich mit dem Thema befasst haben und da sieht man, dass trotz des neuen Firmware-Updates dieses Wobble-Problem immer noch besteht, sodass die Kameras immer noch damit, auch wenn es noch inzwischen rudimentär ist am Rande, aber immer noch ein Thema ist. Also wenn Weitwinkel, Filmerei, Vlogging für dich ein Thema ist und eine große Rolle spielt, dann solltest du kennen mal ausprobieren und selbst äh, einfach überlegen, ob das für dich ein Problem darstellt oder ob du vielleicht auf einen anderen Kamerahersteller wechseln musst. Kommen wir zum Thema Überhitzung bei Videos. Natürlich kannst du mit der EOS R5 4K 120 Frames aufnehmen, das heißt, du kannst im Nachhinein eine Slow Motion erstellen. Du kannst damit auch 4K normal aufnehmen, du kannst damit 8K aufnehmen. Das geht alles wunderbar mit dieser Kamera. Du kannst auch im Log Profil aufnehmen, das heißt, du kannst im Nachhinein dein Color Grading drauflegen oder mit anderen Kameras kombinieren, wenn sie auch im Log Profil aufgenommen haben. All das funktioniert mit der Canon bzw. mit den Canon Systemen wunderbar. Einziges Manko ist aktuell zumindest bei der EOS R5 Reihe das Thema Überhitzung bei 4K 120 Frames. Deshalb ist diese Kamera für Slow Motion für mich nicht geeignet. Ich nehme sie zwar zum 4K Filmen ab und zu, aber in Slow Motion nehme ich dann eben eine andere Kamera von einem anderen Hersteller, weil Canon hier das Problem mit dem Überhitzen nicht in den Griff bekommen hat und man hat ja herausgefunden, dass das Ganze softwareseitig äh, passiert und nicht hardwareseitig geschuldet ist. Jetzt kann man sagen, Kennen möchte das und möchte, dass die 5C, also die EOS R5C, besser verkauft wird. Okay, das mag sein. Ähm, für mich geht das nicht. Deshalb nehme ich die Kamera maximal zum 4K normalen Filmen oder 8K, wenn ich das mal brauche. Ähm, und für die ganzen Slow-Motion-Geschichten nehme ich eben eine andere Kamera. Dass ich es gesagt habe an dieser Stelle, du kannst das Ganze natürlich etwas verlängern mit der Überhitzung, indem du entsprechende Karten benutzt. Also wenn du dementsprechende CF-Express-Karten in die Kamera einsetzt. Wo du eine bessere und schnellere Schreibgeschwindigkeit hast, kannst du das Ganze noch ein bisschen hinauszögern, aber irgendwann geht es natürlich nicht mehr und die Kamera schaltet sich ab. Dass ich das gesagt habe, du kannst wie gesagt normales 4K, 8K filmen, das funktioniert in der Regel sehr gut und auch über einen längeren Zeitraum hinweg, aber wenn du Slow Motion filmen möchtest, dann wird es sehr schnell eng und das solltest du einfach im Vorfeld wissen. kommen wir zum Thema hybride Benutzung, also fotografieren und videografieren und da muss ich sagen, es sind die Canon Kameras im spiegellosen Bereich zumindest wirklich inzwischen sehr gut aufgestellt. Ich habe gerade eben gesagt, wo ich ein bisschen die Probleme sehe. Aber alles, was normal damit gemacht wird im Sinne von fotografieren, auch mal mehrere und schnellere Fotoserien oder mal einen Clip aufnehmen oder in 4K hier dieses Review drehen, das könnte ich alles mit dieser Kamera tun. Das heißt, ich bin drin wie draußen wirklich gut aufgestellt mit den Canon Kameras, was zumindest die R-Reihe angeht. Die Spiegelreflexkameras können natürlich auch filmen, klar. Aber da muss ich sagen, da hat man inzwischen schon die Limitierung erreicht. Also es ist besser, wenn du an die spiegellosen Systeme mal rangehst, wenn du dich für Canon interessierst, weil du da deutlich mehr an Vorteilen auf deiner Seite hast, gerade was das Filmen angeht. Wenn du jetzt rein zum Fotografieren nur rausgehst, da reicht natürlich auch immer noch die Spiegelreflexkamera, eine 5D, eine 6D, ähm, eine 7D von mir aus, das reicht alles immer noch aus. Die Kameras machen per se keine schlechteren Bilder, nur weil es Nachfolgekameras gibt. Im Gegenteil, solange sie funktionieren, funktionieren sie. Und im Foto siehst du meistens nicht an, ob es mit einer spiegellosen Kamera oder mit einer Spiegelreflexkamera gemacht wurde. Also, dass ich das an der Stelle nochmal sehr halt deutlich gesagt habe: das hybride Benutzen, Fotografieren und Filmen funktioniert mit der Kamera wirklich gut. Ähm, du musst dir eben nur im Klaren sein, wo du deine Limitierungen hast. Und wenn es für dich in Ordnung geht, dann voila, dann ist das die Kamera oder das Kamerasystem, was du auf jeden Fall benutzen könntest. Kommen wir zur Bildqualität. Ich habe eingangs gesagt, dass ich die Canon EOS R5 vor allen Dingen für professionelle Einsatzzwecke habe, also für Aufträge beispielsweise. Und ähm, dementsprechend kann ich auch davon ausgehen, dass die Bildqualität in der Regel immer stimmt. Und zu 99% passt das auch, wenn der Autofokus gesessen hat und der sitzt auch zu 99%. Dementsprechend, wenn ich die entsprechenden Gläser von dran benutze, habe ich eine superbe Bildqualität. Ich kann bis in die Ecken hineinzoomen. Ich habe eine sehr hohe Auflösung. Ich habe inzwischen auch einen Dynamikumfang, der sich mit den anderen Kameraherstellern vergleichen lässt. Er ist für meine Begriffe noch nicht ganz auf dem Niveau von einer Sony oder Nikon, aber in der Praxis. Merkst du nicht mehr wirklich einen Unterschied? Also, Canon hat da ordentlich was nachgelegt und ist dementsprechend auf dem ähnlichen oder gleichen Niveau. Bildqualität ist aber nicht nur die Auflösung, sondern auch das Rauschverhalten. Auch das hat sich für meine Begriffe spätestens nach der EOS R nochmal deutlich verbessert. Aber ich benutze nicht die EOS R5 vorwiegend wegen der Auflösung oder wegen der tollen Bildqualität, sondern vor allen Dingen wegen den Farben. Denn Canon hat für meinen Geschmack die besten Farben, was die Hauttöne beim Menschen angeht. Zumindest bei erwachsenen Menschen oder bei ab dem Teenageralter aufwärts ist das äh, die Farbe im Gesicht, die ich sehen möchte, wo ich sage, ja, so soll das aussehen. Das sieht rosiges, fleischfarbenes Gesicht ist das, und die Haut sieht dementsprechend aus. Und äh, das gefällt mir bei Canon am besten von allen Kameras bis jetzt zumindest. Und ähm, es hat einen ganz eigenen Look. Auch in der Landschaftsfotografie muss ich sagen, hat Canon auch so einen ganz eigenen Look. Das sieht in real life schon gut aus und bei Canon sieht es irgendwie nochmal besser aus. Frag mich nicht, warum das so ist. Das ist mein Empfinden. Ich habe das Gefühl, da ist es irgendwie nochmal von den Farben her noch ein bisschen punchiger, noch ein bisschen mutiger, noch ein bisschen stimmungsvoller. Wie auch immer. Äh, vor allen Dingen Hauttöne gefallen mir mit dieser Kamera oder mit dem Canon-System vor allen Dingen am besten und deshalb verwende ich. Gerade für People-Geschichten möglichst fast ausschließlich die EOS R5 bzw. das Canon-System, weil mir dort äh, diese Farbnuancen am besten gefallen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Ich habe jetzt ganz viel erzählt zu dem, was mir gefällt am Canon-System und was mir nicht gefällt. Grundsätzlich muss ich aber auch festhalten, dass das System mit egal welcher Kamera erst einmal dir die Möglichkeit bietet, dass du Fotos machen kannst und Videos aufnimmst. Und für ein gutes Bild ist die Kamera meistens egal. Also ob du eine EOS R3, R5 oder eine 60D oder eine 1D der ersten Generation hast, das ist völlig egal. Du brauchst für ein gutes Foto eine gute Idee fürs Motiv und das Auge. Und am Ende natürlich auch die entsprechenden Objektive oder das Glas, was dein Motiv dir liefern kann. Das heißt... Lass dich nicht allzu sehr blenden von Auflösungswerten oder von einer hohen, hochpreisigen Kamera oder einer Kamera, die alles kann im Videobereich. Am Ende des Tages musst du mit dem Ergebnis zufrieden sein, was da rauskommt. Und du siehst den Bildern in der Regel nicht gleich an, mit welcher Kamera das Ganze aufgenommen wurde und zeigt auch nicht, ob die Kamera älter oder jünger ist. Das möchte ich ein bisschen mitgeben als Denkanstoß. Äh, denn die Kamera ist eine tolle Kamera und das Candle-System ist auch ein tolles System. Wenn man bereit ist, den Preis dafür zu zahlen, das muss ich ganz klar sagen. Dann ist das wirklich ein sehr, sehr gutes System. Und ich würde sagen, dem ist nichts hinzuzufügen, außer euren Kommentaren. Das heißt, äh, eure Ideen, Anregungen, Kritik und alle. Sachen, die euch jetzt gerade durch den Kopf strömen zu diesem Thema Kennensysteme, systeme schreibt's gern unter dieses Video in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen austauschen und ich bin sehr gespannt, was da an Rückmeldungen kommt. Ich freue mich auf den Austausch und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.